Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute schauen wir uns den ersten Orbitalflug des Starships von SpaceX an. Viel Spaß! Was für spannende Zeiten in der Raumfahrt. Das chinesische Raumfahrtprogramm baut seine erste modulare Raumstation und landet erfolgreich als dritte Nation nach Russland und Amerika auf dem Mond. Du hast es vermutlich mitbekommen, SpaceX hat mit der ersten erfolgreichen Landung des Starship-Prototypen SN15 einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren Weltraumtransportsystem geschafft. Ich weiß, ich sage das andauernd, aber ja, ich kann auch nur immer wieder betonen, was das für ein Gamechanger für die Raumfahrt sein wird. Die Raumfahrt wird annähernd so günstig werden wie die Luftfahrt und vor allem ähnlich zuverlässig. Denn aktuell gehen ja leider auch immer wieder Raketen und Nutzlasten verloren. Gerade erst am Wochenende ist bei dem 20. Start einer Elektron-Rakete von Rocket Lab die zweite Stufe mit Nutzlast verloren gegangen. Ich hatte zufälligerweise einen Livestream am Laufen und wir konnten live mit ansehen, wie die zweite Stufe außer Kontrolle geriet und dann der Funkkontakt abgebrochen ist und nur noch betretenes Schweigen im Kontrollraum herrschte. Kopf hoch, Rocket Lab, ihr macht einen grandiosen Job, bleibt dran. Eigentlich sollte heute eine Senkrechtstart-Episode über Weltraumschrott kommen. Ja, da wir aber über Twitter höchst spannende Informationen zum ersten Starship-Orbitalflug von SpaceX bekommen haben, dachte ich mir, dass wir da unbedingt drauf eingehen sollten. In der Folge heute analysieren wir das aufgetauchte FCC-Dokument und entwickeln daraus einen plausiblen Flugplan für den ersten Starship-Orbitalflug. Mit der Hilfe von Robert und Aeneas haben wir eine plausible Flugbahn gefunden, die genau die Daten dieses Dokuments trifft. Damit können wir ziemlich genau sagen, wo das Starship dann vermutlich langfliegen wird. Wie immer bei mir findest du zu den eckigen Klammern, die ich hier einblende, unter dem Video Quellen zum Weiterstöbern. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache und du dir mehr solcher Videos wünschst, freue ich mich riesig, wenn du den Channel durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Und wenn du dich mit mir und den anderen Raumfahrt-Nerds austauschen magst, freuen wir uns, wenn du auf dem Senkrechtstarter-Discord vorbeikommst. Wir haben die Flugbahn des ersten Starship-Orbitalflugs entschlüsselt. Bevor ich dir erkläre, wie wir auf diese Flugbahn gekommen sind und welche Annahmen wir für die Simulation getroffen haben, hier erstmal die Vorstellung des Senkrechtstarter Starship Orbits, der genau die Parameter des FCC-Dokuments trifft. Da die Datenlage sehr bescheiden ist und SpaceX auch dafür bekannt ist, Dinge letztendlich ganz anders zu machen, sind die Daten und die Flugbahn, die ich dir jetzt vorstelle, etwas mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich also um eine begründete Vermutung. Aber vom jetzigen Wissensstand ist es das Beste, was wir haben. Ja, was ist die FCC und um welches Dokument geht's eigentlich? Letzte Woche hat mein YouTube-Held Scott Manley auf Twitter den Link zu einem kurzen Dokument gepostet. Der Link führt zu einem offiziellen Dokument auf dem Server der amerikanischen Behörde FCC. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass es ein authentisches Dokument ist. Das Dokument beschreibt auf 4 Seiten ganz knapp den ersten Orbitalflug des Starships und die Technik, mit der die Telemetrie empfangen werden soll. Die FCC ist die amerikanische Bundesbehörde, die die Funkfrequenzen in den USA regelt. Und so macht es auch absolut Sinn, dass SpaceX bei der FCC die Nutzung von Funkfrequenzen für die Starship-Telemetrie für diesen ersten Orbitalflug beantragt. So wird auch direkt auf der zweiten Seite beschrieben, welche Frequenzen man nutzen möchte. Der Flug wird nur sehr knapp beschrieben, ja, dass man zum Beispiel von der Starbase in Texas starten wird und sich der Booster 170 Sekunden nach dem Start vom Starship trennt, um dann zurück Richtung Küste zu fliegen und 20 Meilen vor der Küste im Meer zu landen. Starship hingegen wird die Straße von Florida überfliegen. In dem Dokument heißt es dann weiter, dass das Starship dann auf einer Orbitalbahn fliegen wird, bevor es 100 Kilometer nördlich von Hawaii propulsiv weich im Meer landen soll. Es wird ja also definitiv keine Landeplattform zum Einsatz kommen. Weiter gab es in dem Dokument Google Earth Bilder, welche die Flugbahn des Boosters von Boca Chica und seine Rückkehr und Landung vor Texas zeigen. Für das Starship geht es nach der Stufentrennung erst einmal 1500 Kilometer über den Golf von Mexiko in Richtung Osten. Zwischen Key West, dem südlichsten Punkt Floridas, und Havanna überfliegt das Starship dann die 150 Kilometer breite Straße von Florida. Danach geht der Kurs weiter übers Meer zwischen Kuba und den Bahamas. Erst über den Turks- und Caicos-Inseln, die zu Großbritannien gehören, überfliegt das Starship dann wohl erstmalig Land. Kleiner Spoiler, der Orbit, den wir gefunden haben, geht genau entlang dieser Flugroute, wie man hier sieht. Für den weiteren Flug gibt es dann keine Bilder mehr. Lediglich die Landung nördlich von Hawaii im Pazifik wird mit einem Screenshot dargestellt. Und auch diesen Punkt treffen wir mit unserem Orbit. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum der ganze Weg zwischen Florida und Hawaii fehlt. Naja, das Dokument für die FCC soll ja nur den Funkverkehr über amerikanischem Territorium regeln. Warum dann also mehr Informationen reinpacken als nötig?
Macht ja nichts, ich zeige dir hier die vermutlich weitere Flugroute. Der Flug von Florida in Richtung Atlantik ist ja schon ziemlich konkret gewählt in diesem Dokument und scheint gezielt Landmassen zu umgehen. Gerade in der ersten Flugphase kann man einen Orbit noch am ehesten in seiner Inklination beeinflussen. Wer schon mal Kerbal Space Program gespielt hat, weiß, dass es unglaublich schwierig und energieaufwendig ist, einen Orbit nachträglich in seiner Inklination zu ändern. Schwierig meint dabei, es benötigt viel Treibstoff. Profis reden hier von Delta V. Ja, mit diesem Wissen, dass es recht schwierig ist, einen Orbit dann noch zu ändern, dachte ich mir, dass die Inklination, also der Winkel, den ein Orbit im Verhältnis zum Äquator hat, vermutlich auf der Höhe von Kuba schon dem Zielorbit entspricht. Und grob gepeilt schien mir das auch plausibel, dass man dann auf der anderen Seite der Erde dann bei Hawaii wieder rauskommen wird. Um meine These zu stützen, habe ich wild auf dem Discord nach Programmen für die Orbit-Visualisierung gefragt. Und es wurden auch professionelle Tools vorgeschlagen. Ja, die plausibelste Simulation hat mir dann unser Discord-Admin Martin gebastelt. Ja, und ja, die weißen Bänze sind Gummibänder von Atemschutzmasken. Als ich diesen Prototyp-Orbit gesehen habe, war das auch der Moment, wo ich mir ziemlich sicher war, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Ganze hat dann Ole aus dem Senkrechtstarter-Rechercheteam noch etwas schöner dargestellt. Und wir haben dann noch mit einem Geodreieck den Winkel grob bestimmt. Natürlich ist die Methode nicht besonders genau und man darf auch nicht vergessen, dass sich die Erde ja dreht. Das heißt, wenn du über die Orbitalbahn peilst, also dass du auf der anderen Seite des stillstehenden Globus genau bei Hawaii rauskommst, wird sich die Erde, bis du dort angekommen bist, ein gutes Stück weiter gedreht haben. Das kann man auch ganz gut auf Plots der ISS-Flugbahn sehen. Hier wird dann die aktuelle Position gezeigt, aber auch welchen Punkt der Erde die ISS beim nächsten Umlauf überfliegt. Lange Rede, kurzer Sinn, mit der Gummibandmethode kann man fürs Erste ganz gut peilen, ob der Orbit so in etwa passt. In dem FCC-Dokument waren aber noch mehr Daten. Eine wahre Fundgrube war die letzte Seite. Hier wurden uns Zeitangaben für Brennschluss des Boosters mit MICO, die Stufentrennung, die Boosterlandezeit und der Brennschluss der zweiten Stufe gegeben. Ja, und die zweite Stufe ist ja in diesem Fall das Starship als Oberstufe. Mit diesen Werten konnte Aeneas seine Excel-Simulation füttern. Dank Aeneas Excel-Simulation hatten wir so schon eine grobe Idee, wie der Starship-Flug ablaufen könnte. Jetzt muss nur noch ein paar Annahmen getroffen werden, was die Orbitalparameter angeht. Wir gehen davon aus, dass das Starship einen Orbit ansteuern wird, der auf jeden Fall dazu führt, dass das Starship wieder zur Erde zurückkommt. Das heißt, wir haben einen elliptischen Orbit, dessen Periapsis, das ist der erdnächste oder tiefste Punkt der Flugbahn, der wird so weit in der Atmosphäre liegen, dass der Luftwiderstand beim Wiedereintritt definitiv dazu führt, dass das Starship herunterkommt. Ob in einem Stück oder in Teilen, das bleibt abzuwarten. Ja, und diese Teile sollen dann ja auf gar keinen Fall in die USA einschlagen. Das heißt, wenn SpaceX am ungünstigsten Punkt die Kontrolle über das Starship verlieren sollte, ja, dann sollen Trümmerstücke deutlich vor der Westküste der USA in den Pazifik stürzen. Also vermutlich in internationalen Gewässern niedergehen. Damit dieser unkontrollierte Wiedereintritt in einem räumlich beschränkten Gebiet erfolgen kann, bietet es sich an, den höchsten Punkt des Orbits auch relativ weit nach oben zu heben. Ja. Warum ist das so? Naja, so ist der Wiedereintrittswinkel steiler und das sorgt dafür, dass bei einem unkontrollierten Wiedereintritt die Trümmerstücke nicht noch tausende Kilometer zurücklegen, bevor sie dann endlich auf die Erde fallen. Zu hoch möchte man natürlich auch nicht, weil das unnötig Treibstoff kostet. Außerdem muss man die Energie, die man für diesen Aufstieg aufwendet, ja dann später wieder abbauen. Und das passiert beim Starship ja mit einem Hitzeschild. Zwar soll das Starship später mal noch mit viel höheren Geschwindigkeiten wieder in die Atmosphäre eintreten, aber vielleicht sollte man das beim ersten Testflug nicht übertreiben. Gibt es einen niedrigen Erdorbit, der sehr medienwirksam ist? Ja, zum Beispiel den der ISS. Schließlich könnten dann alle Zeitungen schreiben, Elon Musk schickt Raketenprototypen so hoch wie die ISS. Die ISS hat die höchsten Punkte ihrer Umlaufbahn zwischen 410 und 430 Kilometern Höhe. Gibt es eine Zahl zwischen 410 und 430, die Elon Musk bewiesenermaßen cool findet? Okay, das mag jetzt vielleicht sehr weit hergeholt wirken, aber tatsächlich finden wir die Apoapsis, also den entferntesten Punkt mit 420 Kilometern Höhe, eigentlich ganz plausibel. Und da wir Elons Vorliebe für diese Zahl kennen, was liegt da näher als 420 Kilometer als Zielhöhe dieser Orbitalbahn zu wählen? Wenn wir jetzt für den erdnächsten Punkt eine Höhe von unter 70 Kilometern nehmen, wird der Luftwiderstand definitiv dazu führen, dass das Starship auch auf seiner ersten Umlaufbahn um die Erde so weit abgebremst wird, dass es abschmiert. Aber 70 ist irgendwie keine schöne Zahl. Nehmen wir lieber 69. Okay, jetzt stehen die Orbit-Parameter in etwa fest. Um euch das Ganze noch etwas besser zu visualisieren, habe ich ein weiteres Discord-Mitglied gefragt. Und zwar Robert von Wintermaster.
Robert macht mit seinem Kanal Wintermanzer auf YouTube Tutorials über Kerbal Space Program. Wenn du deutsche Videos über Kerbal Space Program suchst oder sogar als kompletter Neueinsteiger lernen möchtest, wie man Kerbal Space Program spielt, dann schau unbedingt mal bei Robert von Wintermanzer vorbei. Seinen Kanal verlinke ich dir unter dem Video. Kleiner Hinweis, für das Video ist Robert nicht mit einem Starship geflogen und so sind die Beschleunigungen etwas mit Vorsicht zu genießen. In dem Video soll es aber ja hauptsächlich nur darum gehen, zu zeigen, dass man anhand der FCC-Daten einen Orbit anfliegen kann, der genau die in dem Dokument visualisierte Flugbahn trifft. Dafür ist Robert von Boca Chica mit einem 97 Grad Heading losgeflogen. Zur Erklärung, Heading meint die Kompassrichtung. Ein 0 Grad Heading geht vom Startpunkt aus genau nach Norden. Ein 90 Grad Heading ist vom Startpunkt aus betrachtet eine Flugbahn in östlicher Richtung. Ein 97 Grad Heading ist dementsprechend ein Start in östliche Richtung mit einer leichten südlichen Komponenten von 7 Grad. Mit dieser Flugrichtung steuern wir einen Orbit mit einer Neigung zum Äquator von 26 Grad an. Das entspricht dann etwa dem Wert, den wir grob mit dem Geodreieck abgeschätzt hatten. Und während unsere Kerbal-Rakete in Richtung erdfernster Punkt von 420 Kilometern beschleunigt, also der Apoapsis, sehen wir, wie die Flugbahn perfekt entlang der Strecke geht, die auch in den Fotos im FCC-File war. Was jetzt natürlich spannend ist, ist die Frage, wo der Orbit dann weiter lang führt. Ja, von der Karibik geht es über den Atlantik östlich an Brasilien vorbei. Etwa an der Grenze von Angola und Namibia überfliegt dann das Starship nach der Karibik das erste Mal Festland. Zwischen Afrika und Madagaskar erreichen wir dann unsere Apoapsis mit 420 Kilometern Höhe. Von nun an verliert das Starship auf diesem Orbit wieder Höhe und fliegt in Richtung Periapsis, also dem erdnächsten Punkt in 69 Kilometer Höhe. Die nächste Landmarke erreicht das Starship dann bei Australien. Hier fliegt es zwischen Australien und den Philippinen hindurch und überfliegt die Insel Neuguinea. Von Neuguinea geht es über den Inselstaat Mikronesien und den Pazifik in Richtung Hawaii. Und siehe da, wir kommen perfekt an der Stelle raus, wie auch das FCC-File mit den Fotos zeigt. Nördlich von Kauai, der nördlichsten der 8 Hauptinseln von Hawaii. Und wie man an dem NAV-Ball sehen kann, das ist die Kugel unten in der Mitte des Bildes, der visualisiert die Ausrichtung der Rakete, taumelt die Kerbal-Rakete beim Wiedereintritt völlig unkontrolliert, wird aber von der Erdatmosphäre so stark abgebremst, dass sie in der Atmosphäre zerbricht und verglüht und dann in Stücken in den Pazifik nördlich von Hawaii einschlägt. Ja, das ist ein Schicksal, das wir dem Starship natürlich nicht wünschen. Auch wenn die Werte für Apoapsis und Periapsis von uns geraten sind, liegen wir mit der Inklination von 26 Grad des Orbits vermutlich ziemlich richtig. Dementsprechend dürfte der beschriebene Flugweg des ersten Starship-Orbitalflugs, ja, über unseren schönen blauen Planeten auch ganz gut passen. Wohnst du da irgendwo und kannst vielleicht den Flug von dir aus sehen? Wenn dich interessiert, wie die Beschleunigungswerte und die Leistungswerte des Starships aussehen, die wir für diese Simulation verwendet haben, und wie so ein Flug in technischen Graphen aussieht, freue dich schon mal auf den zweiten Teil dieses Videos. Da stelle ich dir die Starship-Flugphasen genauer vor. Ganz großes Dankeschön geht an unseren Discord-Admin Martin für die Idee mit dem Gummiband und dem Globus. Ja, dann an Ineas für die Orbitalsimulation und an Robert für die Visualisierung in Kerbal Space Program. Wenn du lernen möchtest, wie man Kerbal Space Program spielt, schau unbedingt mal bei Robert vorbei. Sein Kanal Wintermanzer, der erklärt dir, wie man Kerbal Space Program fliegt. Und natürlich vielen Dank an meine Schutzengel, die mich regelmäßig durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Neu dazugekommen sind letzte Woche German Bechtold, J.S. Jan, Marcel und Michael Neichel. Danke dafür. Das motiviert mich weiter, Zeit und Energie in Senkrechtstarter zu stecken und euch die Raumfahrt näher zu bringen. Wenn du den zweiten Teil dieses Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.